und ich glaube, wir machen eine Improvisation Nummer 2. Also dieses aus der Atemblume total veränderte Propriozeption schulende, also die, ne, vorne, hinten, machen wir gleich. Oben, unten, weil es verändert sich noch ein bisschen. Verändert sich bestimmt über die Zeit noch und in einem Zwischenstadium kann es sein, dass es fast hundertprozentig irgendwas ähnelt, was ihr irgendwo schon mal gesehen habt. Dann wäre es gut. Dann ist es ja ein Beleg, dass es vernünftig ist. Okay, erstmal also eine Improvisation zur Entwicklung einer neuen Form. Das Ziel von der Form ist halt wirklich diese, die Raumrichtungen bei sich selber gefühlsmäßig kennenzulernen mehr und auch wirklich zu üben. Wie fühlt sich das an, wenn ich meine Hände da und da im Raum habe? Auch meinen Körper zu positionieren, ist eigentlich eine Sache, die wir die ganze Zeit machen. Aber mir gefällt das eigentlich ganz gut. Wir schauen, was dabei entsteht. Also wir hatten paralleler Stand, breit oder normal, wie ihr das wollt jetzt in diesem Moment. Ein bisschen breit, das passt besser zum Untergrund jetzt sogar. Und dann die Hände hinten ausstreichend, also ich bleib dabei, bleibe ich jetzt noch, rund um die Füße, nach innen und langsam wieder rauf, also an den Innenseiten. Jetzt schauen wir mal, ich glaube, ich gehe jetzt schon zu vorne, rechte Hand ist vorne, linke ist hinten über, dann den Mittelstellung. Also so zwischen links und rechts halb, gar keine 45, doch 45, oder? Mensch, doch 45. Dann links, rechts. Dann 45 Grad nach links. Und immer entspannen da drin, wie immer. Hüfte bleibt weitestgehend nach vorne, wegen dieser Knieverdrehung, die wir schon kennen, die wir nicht haben wollen, also mit dem Gewicht. Ein bisschen Drehung ist drin, aber eben ein bisschen weniger. Und vorne, hinten. Okay. Und jetzt mal ein fließender Übergang. Die Hand, die vorne ist, geht nach unten und die hinten ist, geht nach oben. Jetzt so ein bisschen wie Mills Magen stärken. Ja, und dann aneinander vorbei, schon wie Mills Magen stärken. Ich weiß gar nicht, habe ich jetzt, die untere müsste nach vorne. Ja, rechts. Wir können dann nächstes Mal auch noch Spiegel machen. Rechts vorne entspannen. Ist auch die Spannung aus den Fingern. Also diese Zwischenrichtung ist auch wichtig. Dann links, rechts. Und links 45 entspannen. Und vorne, hinten und entspannen. Und jetzt das wenigstens, jetzt steigt die vordere Hand.
Ja, das ist anders. Also die stützt jetzt nicht, sondern die ist wirklich vorne. Auch mit Absicht nicht diese, ich habe letztes Mal diese Variante gemacht, dieses Mal mit den Handflächen nach außen. Einmal wechseln. Und zweimal reicht mir. Dann haben wir diese Geschichte. Also es entwickelt sich noch weiter. Vielleicht kommt da sogar noch mal so ein Auf-Ab dazu. Mal schauen. Lasst es euch gut gehen. Entwickelt das innere Lächeln und habt Spaß dabei, auf jeden Fall. Es geht hier nicht um irgendwelchen Knochentrockenkram. Danke für dieses Jahr. Bis zum nächsten.